Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Railroads Online Extended. Ja, ich stehe hier mit meinem Cordwood-Wagen für ein Material, was auch manchmal Firewood heißt und hier mit Scheitholz beschrieben ist, und hoffe, dass ich hier die richtigen Waggons dabei habe, um die dann zur Schmelze weiterzufahren. Ziel ist hier, Geld zu verdienen, aber jetzt habe ich erstmal Geld ausgegeben. Wir brauchen 3.500 Glocken, wie ein lieber Mitspieler sagen würde, um hier einen besseren Zug zu haben. Und ich stelle mir vor, dass wir, da kann man ja viele Waggons anhängen, dass wir vielleicht, also wir könnten natürlich die Waggons auch immer umrangieren an den verschiedenen Poys oder mit mehreren Loks fahren, wäre auch cool. Aber ich glaube, so eine ganz lange Reihe an Waggons mit den verschiedensten Elementen, da fährt man halt mal mit welchen leer, wäre vielleicht gar nicht so das Schlechteste. Okay, jetzt gucken wir mal. Na, lässt du dich so aufladen? Ja. Oh, Gott sei Dank. Okay. Das war schon mal richtig. Wie viel Scheitholz geht denn da drauf? Ich bin gespannt. Eine ganze Menge. Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich schwer für die Betsy wird. Aber natürlich probiere ich das. Na, geht noch was oben drauf? Schön, wie die Stämme so zusammenkleben. ja. Bin sehr gespannt, ob wir damit noch wegkommen. Ansonsten müssen wir halt mit einzelnen Waggons fahren und dann, ja, keine Ahnung, wie wir es dann am gescheitsten machen. Hier, glaube ich, noch eins geht noch drauf. Irgendwie erkennen. Ja, da geht doch nicht nochmal was drauf, oder? Okay, das jetzt zur Schmelze. Mal gucken, was das an Kohle gibt. So, 1690, ob sich der Aufwand hier auch lohnt. Ich hätte auch rechnen können, aber irgendwie hatte ich keine Lust zum Rechnen. So, ups. So, an der Mühle vorbei. Müssen wir mal gucken, da an der Mühle, da liegen ja auch die entgleisten Waggons rum. Vielleicht probiere ich das hier einfach einmal. Gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Jetzt macht es einen ganz guten Eindruck. Oh, kein Fuel mehr. Müssen wir gleich irgendwann mal nachfüllen. Ganz schön das Holz. Okay, wir müssen hier sowieso mal anhalten. Beziehungsweise theoretisch hätten wir gar nicht anhalten müssen, aber. So, da habe ich keinen Überblick mehr hier, wenn der Zug hier vor sich rumeiert, während ich hier den Sprit nachfülle. So, weiter geht's.
war ich hier links. Rechts würde es nämlich wieder nach Hause gehen. Dann war ich rechts. Weiche von mir. Hier hatte ich nicht an den Anlauf gedacht. Ach komm, komm, komm. Na? Na? Ich glaube, noch knapper kann man hier nicht drüber kommen. Ganz schön kurven die Strecke hier. Und irgendwo müssen auch die uns auf den Gleisen liegen. Oder auch vielmehr nicht auf den Gleisen liegen. Hier ist wieder Achterbahn. Ich glaube aber, es geht größtenteils hinten. Na, da hinten geht es nochmal ein Stück den Berg rauf. Das ist für mich nach wie vor schwer abzuschätzen hier. Komm schon, Betsy. Betsy! Okay, hier hat es dann nicht mehr gelangt. Das ist auf jeden Fall und definitiv kein Zustand hier. Kriegst du höchstens Zustände beim ständig Anlauf nehmen. Wirklich nochmal ein ganzes Stück wieder runter. Um es dann nochmal mit Vollgas zu probieren. Ansonsten, wenn das jetzt nicht geht, bleibt mir hier nur ein Abstellgleis reinzubauen und da die Wagen hinzustellen. Für, wenn wir dann den kräftigeren Zug haben. Ich weiß es auch nicht. So. Schauen wir mal. Ob es jetzt reicht, hier mit dem Feuerholz über den Berg zu kommen. Vielleicht, wenn wir nicht entgleisen. War Zugfahren früher wirklich so gefährlich?
Nee, selbst mit voller Geschwindigkeit voraus. Komm, ich gebe dem Ganzen noch einen Versuch. Nochmal ein Stück weiter zurück. Das ist aber tatsächlich der letzte. Lassen wir den Zug mal ausrollen. Also müsste man sich, wenn man so die Strecke fahren will, man müsste sich auswendig merken, an welcher Stelle man Gas geben kann und dabei nicht zu entgleisen, wenn dann noch Kurven vorher kommen. Halte ich dann doch für äußerst schwierig. Ich hoffe, der stärkere Zug bringt hier uns dahin, dass wir die Strecke nicht umbauen müssen. Ich fände schon ganz gut, wenn wir die Strecke weiterverwenden könnten. So, bis an die Weiche zurück sind wir jetzt. Okay, Gas. Drück die Daumen. Wieder auf den letzten Zentimeter, ne? Okay, aufgeräumt wird später. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich möchte da jetzt auf jeden Fall auch mal ankommen. Boah, ist auch kein Fußweg und nix, wo ich unfallfrei... Doch. Ihr ahnt, was ich tun will, oder? So, Bremse ist raus. Warum bleibt der denn da stehen, obwohl die Bremse raus ist? Okay, dann machen wir die Bremse rein. Dann können wir den Wagen vielleicht später noch abholen. Oder, warte mal. So, Bremse raus. So, mit einem kommt er rüber. Nein. Warte. Du musst zumindest bis an die Stelle weiterfahren, wo du nicht mehr runterrollst. Rückwärts runterrollst. Lass mich hier Betsy quälen. Jetzt, also wir müssen uns auf jeden Fall was überlegen, ne? Aber ich will es jetzt auch nicht zu complicated machen. So, ich nehme den jetzt. Ich hoffe, er ist danach nicht leer, wenn ich das mache. So, Flat Car. Jetzt hänge ich hier mittendrin im... So. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Okay, das ist eine doofe Idee.
Jetzt warte doch mal. Da bist du nicht schnell genug, ne? So, Flat Car. Jetzt. Boah, das ist einfach. Ihr wisst doch, was ich vorhatte, oder? Ich wollte die Bremse anziehen. So, Bremse. Habe ich angezogen. So, und jetzt. Einen Waggon ziehen, einen schieben. Eine zähe Fahrt. Betsy quälen. Das gefällt mir nicht, aber es muss wohl so sein. So, es reicht schon rollen. Bremsen! 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 Okay, das könnte sogar ein gutes Manöver. Mehr oder weniger gutes gewesen sein. So. Jetzt den Bolzen rein. So, ist dran. Betsy in the middle. Ah ja, hier die Bremse muss noch raus. Raus, raus, raus. Okay. Kann das gut gehen? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr mögt. Und ich denke, wir werden dann, in der nächsten Folge erleben, ob wir hier entgleisungs- und oder anlauffrei ankommen werden. Bremsen! Auf jeden Fall eine deutlich spannendere Fahrt, als ich mir das hier ursprünglich mal vorgestellt hatte. Ah, jetzt rollt er wieder rückwärts. Nee, 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 nee. Da hätte ich den Schwung mitnehmen müssen. Nee, der eine zieht, der andere drückt mich ins Tal zurück. Gut. Mit neuem Anlauf und frischem Holz im Kessel probieren wir es auf jeden Fall, wie schon gerade angekündigt, in der nächsten Folge dann weiterhin. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.